Ja, danke. Ich freue mich heute als Fachberatung vor so vielen anderen Fachberatungen über das Thema sprechen zu können. Und es wurde ja gerade schon sehr deutlich, wie viel Auseinandersetzung mit dem Thema auch schon da ist. Das ja, kann ich kaum alles aufgreifen. Insofern, es wird auch erstmal leider ein bisschen frontaler jetzt, aber genau, ich hoffe, wir haben danach noch den Raum für Austausch. Genau, ich arbeite bei der Fachstelle Interkulturelle Öffnung. Wie bereits gesagt, ne, begleiten wir eigentlich ganz unterschiedliche Einrichtungen von Stadtverwaltung über Krankenhäuser, Kitas und so weiter in, ja, ich sag mal, Vielfalts- und diskriminierungssensiblen Öffnungsprozessen. Und ich begleite seit 2,5 Jahren ausschließlich Kindergärten. Das sind 14 Einrichtungen in Jena und dem Weimarer Land, die ich begleite, über das Thüringer Modellprojekt Vielfalt vor Ort begegnen. Und das Modellprojekt hat ganz grob gesagt zum Ziel, die Qualität der Kindertagesbetreuung in Thüringen zu verbessern, legt aber eben insbesondere den Fokus auf einen professionellen Umgang mit Heterogenität. Das heißt, es geht um alles, was ja um die Verankerung einer inklusiven Pädagogik, inklusiver Strukturen und jetzt endlich um den Abbau von Teilhabebarrieren für, ja, für den Kita-Bereich. Und was genau da jetzt aber an auch Vielfaltsaspekten in den Blick genommen wird, wie genau die Kitas das umsetzen, das ist wirklich sehr frei, je nachdem, welche Vielfalt die Kitas eben auch vor Ort haben. Deswegen finde ich den Namen da auch ganz schön. Also da können Themen zum Beispiel sein, der Umgang mit Kindern und Familien mit Fluchthintergrund, soziokulturelle Besonderheiten, sozioökonomische Belastung der Familien oder die Lage in Wohngebieten mit sozialen und infrastrukturellen Entwicklungsbedarfen. Das heißt, das Projekt ist sehr breit gestreut, auch in seiner Umsetzung und seiner Schwerpunktsetzung. Ein sehr spannendes Projekt, um das es heute aber ja nicht gehen soll. Deswegen, wen das interessiert, für die habe ich mal die Projektseite der FH Erfurt hier verlinkt, die das Ganze wissenschaftlich begleitet, wo ein paar Praxiseinblicke und so da sind. Und auch vom Ministerium mit FAQs, Richtlinien, wen es ganz doll interessiert. Genau. Worüber ich heute sprechen möchte, ist auf ja, der Basis der Arbeit in der Fachstelle und jetzt die letzten 2,5 Jahre eben auch als explizit als Kita-Fachberatung, warum das Thema Diskriminierungssensibilität, Antidiskriminierung so wichtig ist. Ganz zentral möchte ich darüber sprechen, welche Herausforderungen uns als Fachberatung da aber auch ja, entgegenschlagen, sag ich mal. Auch wichtig, sich mal bewusst zu machen, wie ich finde, was das dann für die Begleitung durch uns bedeutet, was das für Folgen hat. Und um eben hier nicht nur Herausforderungen aufzuzeigen, sondern wenn möglich auch jetzt schon ein kleines Stück weit zu empowern, möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie ich persönlich mit diesen Herausforderungen umgehe und wie ich das Thema angehe. Genau. Kurz zur Relevanz. Ich war so frei, die ganzen Grundlagen zum Thema Diskriminierung hier komplett auszuklammern, weil das ja auch schon im ersten Vortrag Thema war. Ich wollte trotzdem noch mal kurz gesagt haben, dass Diskriminierung natürlich in Deutschland verboten ist, zum einen nach dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz, aber eben auch nach der UN-Kinderrechtskonvention, die auch Deutschland unterschrieben hat, in nationales Recht umsetzen muss und wo es eben heißt in Artikel 2, die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung geschützt wird. Das heißt, da steckt für mich, wenn man es ernst nimmt, nicht nur das Diskriminierungsverbot an sich drin, sondern auch die Verpflichtung, präventiv, proaktiv Kinder vor Diskriminierung zu schützen. Das heißt, die Frage ist eigentlich nicht, werden wir oder sollten wir diskriminierungssensibel werden, sollten wir Antidiskriminierung angehen, sondern eigentlich bloß, ja, wie macht man das am besten? Trotzdem ist Diskriminierung natürlich ein allgegenwärtiges Thema in unserer Gesellschaft. Das zeigen Studien immer wieder. Das zeigen ja auch Studien, die schon Vorurteile unter sehr jungen Kindern nachweisen. Das zeigt die Umfrage, auf die am Anfang eingegangen wurde. Das zeigt zum Beispiel aber auch schon die Befragung, die eben im März 2023 der Entwicklung des Online-Angebots hier vorausging, wo zum Beispiel die Fachberatung gefragt wurden, welche Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ihnen begegnen. Und darauf haben ihm zum Beispiel, wie anfangs auch schon genannt, 230 Fachberatungen jeweils Rassismus und Fremdenfeindlichkeit als ja, Phänomene genannt, die ihm begegnen in ihrer Rolle als Fachberatung. Das ist eine ganze Menge, das ist über die Hälfte. Und dazu muss man im Bereich Diskriminierungssensibilität auch sagen, dass je mehr man sich damit auseinandersetzt, man eben auch umso mehr sieht. Also ich könnte mir vorstellen, dass nach der Online-Weiterbildung zum Beispiel die Zahlen vielleicht tatsächlich auch erstmal noch ein Stück hochgehen. Ist also ein ja, Thema, das uns interessieren sollte als Fachberatung. Ich möchte mich heute exemplarisch auf den Bereich Rassismus, Fremdenfeindlichkeit fokussieren. Auch ein ja, sehr aktuelles, sehr zentrales Thema, wie gehört, aber auch eins, was ich auch dahingehend spannend finde, dass es besonders schwer zu begleiten ist, finde ich.
Also allgegenwärtiges Thema. Trotzdem, laut der Umfrage fühlen sich nur 6,2% der Fachberatung voll und ganz ausreichend gewappnet, auf das Thema einzugehen. Oder 48% wurde vorhin gesagt, ne, fühlen sich eben eher nicht oder gar nicht vorbereitet, auf Diskriminierung zu reagieren. Das geht nicht nur Fachberatung so, das ist allgemein so in allen möglichen Branchen und Bereichen, wodurch das Thema eben leider oft ein bisschen hinten runterfällt. Was meiner Erfahrung nach Kitas sehr viel mehr auf dem Schirm haben, sehr viel mehr umsetzen und was ganz wichtige Grundlage auch für Diskriminierungssensibilität und Antidiskriminierung ist, ist der Bereich der Vielfaltsensibilität. Dazu gehört für mich ein Bewusstsein für die Vielfalt, die ich in der Einrichtung habe und auch ein bewusstes Ja sagen zu dieser Vielfalt. Und eben zum Beispiel auch ein bestimmtes Identitätsverständnis, was im Thüringer Bildungsplan zum Beispiel auch drinsteckt. Die anderen kenne ich nicht. Aber ja, was eben Personen in diesen Mehrfachzugehörigkeiten, ne, in ihrer Vielschichtigkeit sieht, anstatt den Blick so zu verengen auf eine Gruppenzugehörigkeit zum Beispiel einer Person. Dazu gehört für mich auch, dass man eben Vielfalt, Veränderung innerhalb von Gruppen wahrnimmt, ne? Also alles, was in diese Richtung geht, soll aber heute auch nicht mein Fokus sein. Wen das interessiert, da habe ich einmal ein Video verlinkt, was ich ganz schön finde, um das greifbar zu machen. Und ja, einen fachlichen Vertiefungstext, wer da weiterlesen mag. Schade ist dabei, dass eben doch viele Einrichtungen gefühlt an diesem Punkt stehen bleiben und nicht den Schritt weitergehen zur Diskriminierungssensibilität, was schon nochmal ein anderer Fokus ist, wo es eben darum geht, dann auch wirklich sensibel für Diskriminierung und aktiv gegen zu werden und aktiv gegen Diskriminierung eben vorzugehen, anstatt einfach nur Ja zu Vielfalt zu sagen. Das ist auch, wir hatten vorhin schon kurz die Ziele der Fachstelle Kinderwelten, ne? Also die Ziele vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung nach der Fachstelle Kinderwelten. Auch da spiegelt sich, finde ich, diese Zweiteilung wider, dass die ersten zwei Ziele auf Vielfaltsensibilität abspielen und die zweiten zwei Ziele auf Diskriminierungssensibilität. Deswegen finde ich das auch, ja, sehr schön. Die Fachstelle Kinderwelten spricht immer von den zwei Seiten der Inklusionsmedaille. Also zum einen Ja, zu Unterschieden zu sagen und gleichzeitig aber eben auch bewusst Nein zur Ausgrenzung zu sagen und das auch mitzudenken. Genau. Passiert aber, wie gesagt, bisher seltener. Das gilt für alle möglichen Unternehmen. Wir sind da ja auch nicht nur in Kitas unterwegs. Dass selbst Unternehmen, die sich explizit interkulturellen Öffnungsprozessen verschrieben haben, nur selten an die Rassismus, an die Diskriminierungsvereinbarung umsetzen. Und das gilt auch im Kita-Bereich. Das ist auch im Projekt, das ich begleite, so, dass das ja quasi fast explizit auf der Agenda hat, dass es trotzdem oft als zu schwierig, als irrelevant eingestuft wird und erstmal nicht so im Fokus ist. Dabei ist es natürlich genauso relevant wie überall auch sonst. Also Kitas sind ja keine diskriminierungsfreien, hermetisch abgeriegelten Räume, sondern eben der Spiegel der Gesellschaft, wo all das, was ich in der Gesellschaft finde, eben auch in der Kita stattfindet. Ja, und da stellt sich eben die Frage, warum das so ist, was das Thema so schwierig macht. Und da möchte ich auf zwei Herausforderungen ein bisschen näher eingehen, die mir auch begegnen als Fachberatung oder die ich hier als zentral empfinde. Und das ist zum einen, auch das wurde vorhin schon genannt, überhaupt erstmal eine mangelnde Diskriminierungssensibilität. Also damit ich das Thema auf dem Schirm habe, damit ich das Thema behandeln kann, angehen kann, muss ich es ja überhaupt erstmal sehen. Und das ist eben nicht selbstverständlich und das ist auch gar nicht so leicht, wenn ich nicht in den Austausch gehe. Das gilt für alle Punkte, in denen ich eigene Privilegien habe und beziehungsweise im Umkehrschluss andere Personen Barrieren haben, dass ich mich damit ja nicht auseinandersetzen muss. Also ich kann komplett entspannt durch meinen Alltag gehen, ohne in den Punkten, in denen ich selber privilegiert bin, ohne jemals darüber nachzudenken, ob andere Personen hier vielleicht Barrieren erleben, weil ich dann darauf nicht mit der Nase gestoßen werde, sag ich mal. Und das führt dann eben schnell zu dem Trugschluss, dass bestimmte Vielfaltsaspekte in unserem Alltag oder in der Kita keine Rolle spielen würden. Der AWO-Bundesverband hat das mal ganz schön zusammengefasst mit den Worten: Wenn du nicht darüber nachdenken musst, bist du privilegiert. Das führt dann genau, wie gesagt, schnell zu der Annahme, es würde keine Rolle spielen. Ein Beispiel dafür, finde ich, immer ein gutes Beispiel, ist die eigene Hautfarbe. Weiße Personen, also Personen, die nicht aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden, haben diese sehr selten als Kategorie auf dem Schirm. Also die Personen unter ihnen, die sich da angesprochen fühlen, können ja mal kurz darüber nachdenken, wie oft ihnen im Alltag bewusst wird, dass sie weiß sind. Ne, sie wissen das natürlich, aber wie oft ploppt dieser Gedanke auf? Wie oft wird diese Kategorie für sie im Alltag relevant oder werden sie darauf hingewiesen? Für die meisten Personen ist das halt selten bis nie.
Was dann eben schnell zu Aussagen führt bei Kita-Leitung zum Beispiel oder Menschen im pädagogischen Bereich generell, dass Hautfarbe bei uns keine Rolle spielt. Wir behandeln alle Kinder gleich, ist doch total egal, welche Hautfarbe. Und die Realität ist aber für Menschen, die eben aufgrund ihrer Hautfarbe Diskriminierung erleben, ne, ja, Reduzierungen erleben, ist das eben eine ganz andere. Und darüber schreibt und spricht auch die deutsche Antirassismus-Trainerin und Autorin Tupoka Oget, die eben sagt, dass für sie Hautfarbe natürlich von klein auf sehr zentral eine Rolle gespielt hat, weil sie halt als von der Norm abweichend wahrgenommen wurde, weil sie dadurch auch vor allem als Vertreterin dieser wahrgenommenen Gruppe wahrgenommen wurde und auch ihr Verhalten darauf zum Teil bezogen wurde und Leute natürlich damit Vorurteile, bestimmte Vorstellungen und so weiter verbinden. Also sie schreibt in dem Buch Exit Racism zum Beispiel, ich zitiere, dass ich mich in vielen Situationen permanent sichtbar und gleichzeitig unsichtbar fühle. Permanent sichtbar, da mein Schwarzsein von dem Moment meiner Geburt an zum Thema gemacht wurde. Gleichzeitig bin ich unsichtbar, weil mein wahres Ich, also meine individuelle Persönlichkeit, von der Projektion oft verdeckt wird. Das bedeutet auf den Kita-Kontext übertragen zum Beispiel, dass für ein schwarzes Kind in der Kita die Hautfarbe sehr viel mehr im Fokus stehen wird im Kita-Alltag, als es für ein weißes Kind der Fall ist. Und das bedeutet ja für ein weißes Kind zum Beispiel, dass wenn es ein unerwünschtes Verhalten zeigt, sag ich mal, dass das auf jeden Fall nicht auf seine Hautfarbe zurückgeführt werden wird. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist einfach bei einem schwarzen Kind sehr viel höher. Und dass das weiße Kind diese Reduzierungen, Vorurteile, Diskriminierung, all das nicht erleben muss, ist das, was mit weißen Privilegien oder White Privilege gemeint ist, falls das schon mal jemand gehört hat. Das sind Punkte, wo das weiße Kind natürlich dann auch nicht darüber nachdenken muss, dass es anderen Kindern hier vielleicht, ne, Barrieren begegnet, die es selber nicht hat. Und ja, diese weißen Privilegien, davon listet Tupoka Oget auch in ihrem Buch einige nach Peggy McIntosh. Zum Beispiel, dass eben als weiße Person die Anwesenheit in Deutschland als normal und selbstverständlich betrachtet wird und sich niemand über die guten Deutschkenntnisse wundert, von mir zum Beispiel oder von meinen Kindern. Ja, werde ich nicht dafür gelobt, darauf hingewiesen, wie auch immer. Dass man als weiße Person als Individuum wahrgenommen wird. Das heißt, wenn ich zu spät zum Elternabend komme, dann wird das auf mich als Person, aber nicht auf meine Hautfarbe zurückgeführt. Und sie nennt einige weitere, zum Beispiel, dass wenn ich jetzt als weiße Frau einen Kita-Platz nicht kriege für meine Kinder, ich mir keine Gedanken darüber machen muss, ob vielleicht meine Hautfarbe die Ursache war. Oder dass ich mir, wenn meine Kinder im tagsüber in der Kita sind, keine Gedanken machen muss, dass sie vielleicht aufgrund ihrer Hautfarbe ausgeschlossen, beleidigt werden. Vielleicht aus anderen Gründen, aber nicht aufgrund ihrer Hautfarbe. Genau. Das führt halt, ja, dass ich all diese Privilegien habe, führt dann eben schnell dazu, dass ich nicht sehe, dass andere Menschen hier eine andere Lebensrealität haben und in diesen und sehr viel mehr Bereichen vielleicht Barrieren erleben oder Diskriminierung erleben. Das heißt, es braucht hier erstmal einen Austausch, es braucht eine bewusste Auseinandersetzung damit, um solche Punkte erstmal sehen zu lernen. Genau. Und das, ja, das ist auch im Projekt immer wieder Thema. Also ich hatte eine Kita-Leitung zum Beispiel mal begleitet, die sehr explizit meinte, nee, Haltung bei uns im Team ist super, da möchte ich auch wirklich nicht dran arbeiten, ne? Alles toll, was das angeht. Und bewusst dieses Thema erstmal ausklammern wollte, sich anderen Themen zuwenden wollte und ein paar Sätze später selber Aussagen getroffen hat, die ich sehr wenig diskriminierungssensibel fand, sage ich mal. Und das ist auch was, was andere Fachberatungen erzählen, ne? Dass einfach Situationen gar nicht als diskriminierend wahrgenommen werden aus Sicht der Leitung oder des Teams oder von wem auch immer. Und dadurch eben auch nicht aufgegriffen werden. Und das gilt nicht nur für Situationen, nicht nur für Haltung, sondern auch für Strukturen in der Kita. Dazu auch noch ein Beispiel. Und zwar sind zugewanderte Eltern, was ja auch ein Schwerpunkt heute hier im Vortrag sein soll, deutlich unterrepräsentiert in allen Elternveranstaltungsformaten, ne? Elternabende, Elterngremien und so weiter. Und das wird sehr schnell als Desinteresse seitens der Eltern interpretiert. Also auch das ist mir mehrfach im Projekt begegnet. Das sind aber dann teilweise, betrifft das 40% der Elternschaft, die überhaupt nicht ihre Perspektive einbringen können, die überhaupt nicht vertreten sind in allen Entscheidungsgremien und die natürlich ein genauso großes Interesse am Aufwachsen ihrer Kinder haben. Gerade wenn vielleicht die Kita-Kultur ja eine ganz andere ist als meine Familienkultur und gerade wenn mein Kind ja da vielleicht besonders viel Diskriminierung, besonders viele Barrieren erlebt. Das heißt, man erklärt sich das ja oft zu schnell, zu einfach und übersieht eben ganz viele migrationsspezifische Barrieren, die man selber eben nicht kennt, weil man sie nicht erlebt.
Dazu zählen zum Beispiel Sprachbarrieren. Das fängt da an, dass ich vielleicht die Einladung zum Elternabend in blumigsten, fließendem Deutschtext, deutschen Fließtext gar nicht erst verstehe. Oder dass ich vielleicht auch einfach Sorgen habe, dass mein Deutsch für den Elternabend selbst dann vielleicht doch nicht ausreicht und es unangenehm wird für mich, wenn ich ja nicht wirklich mitdiskutieren kann. Dazu zählen mangelnde Erfahrungen mit elterlichen Beteiligungsformaten vielleicht. Ne? Wenn ich das aus dem Herkunftskontext nicht kenne, wenn mir vielleicht niemand erklärt hat, was ein Elternbeirat ist, oder ich es auch nicht so gewohnt bin, im Hoheitsgebiet der Kita als Eltern tatsächlich mitbestimmen zu können. Dazu zählen zum Beispiel auch migrationsspezifische Ängste. Also das könnte zum Beispiel sein, dass ich vielleicht ja tatsächlich auch schon Ablehnung als Person mit Migrationshintergrund erlebt habe und Sorge habe, dass meine ja vielleicht tatsächlich von der Mehrheit abweichende Perspektive nicht wirklich willkommen, nicht wirklich wertgeschätzt ist in der Runde und so weiter und so fort. Misstrauen gegenüber Institutionen vielleicht aufgrund von Vorerfahrung und so weiter. Das heißt, auch dafür braucht es erstmal ein Bewusstsein, um diese Punkte auch mitzudenken, mitzusehen. So viel zum Thema mangelnde Diskriminierungssensibilität. Eine zweite große Herausforderung, die ich als zentral erlebe, ist, dass es einfach ein Tabuthema ist. Also Rassismus gerade, um bei dem Beispiel zu bleiben, da sagt ja keine Kita, oh ja, stimmt, da müssen wir echt was machen im Haus. Ne? Da wollten wir schon immer mal hingucken. Das ist ja ein sehr aufgeladenes Thema. Auch dazu schreibt Tupoka Oguet in dem Buch Exit Racism und sagt, Rassismus gilt als etwas Grundschlechtes, etwas, das es zu verachten gilt. Also Rassismus ist für viele immer noch Glatzen, Baseballschläger, NPD, Hitler, Ku Klux Klan, also ne, so die Extreme. Das hat keinen Platz im Selbstverständnis. Das hat nichts mit einem selber zu tun. Dazu kommt die Annahme, dass Rassismus mit Vorsatz passieren müsse. Das hatten wir auch vorhin schon. Und es weniger um die Wirkung als um den Vorsatz geht. Wodurch eben dann auch das, wenn Personen das ansprechen, dass etwas im eigenen Verhalten, in den eigenen Aussagen vielleicht rassistisch war, das oft als sehr schwere Beleidigung wahrgenommen wird und die Reaktion dann eben sehr defensiv und wütend ist, was auch oft dazu führt, dass sich eben der Fokus weglenkt von dem Vorfall selber darauf, wie denn die Person es wagen kann, einem so etwas vorzuwerfen. Das spiegelt sich auch ganz schön in öffentlichen Rassismusdebatten wider, finde ich, wer da mal drauf achten mag. Also das macht es einfach sehr schwer, wirklich über die Diskussion selbst oder über den Begriff selbst oder worum auch immer es ging, zu reden und hier eben auch, ja, zu lernen. Dafür hat ja auch Frau Jawari vorhin schon, ne, ein Stück weit Werbung gemacht, diese moralische Schwere da rauszunehmen, um dann eben wirklich auch lernen und da ja drüber ins Gespräch kommen zu können. Und das ist auch der Punkt, den sie mit sekundärer Viktimisierung meinte, dass dann ich nicht nur die Situation selber erlebe, sondern nachher auch noch die Täterin vielleicht bin in dem Umfeld, ne, oder zumindest eine Relativierung des Vorfalls ja auch noch erlebe dann. Genau, so viel zu den Herausforderungen. Das macht es eben, das ist zum einen Ursache dafür, dass es so selten Thema ist und macht es gleichzeitig für uns als Fachberatung schwierig, das Thema zu platzieren. Wir als Fachberatung sind ja dann auch noch Externe. Also was ich auch mit dem einen Beispiel schon hatte, wir sind ja nicht wirklich Teil der Kita, wir sind ja im Alltag nicht dabei. Und wenn dann jemand zu mir sagt, nee, bei uns im Team ist alles super in der Kita, wir haben hier keine Diskriminierung, dann ist es natürlich für mich als Externe besonders schwer zu sagen, naja, doch, ich glaube halt schon, dass das ein Thema wäre, mit dem man sich auseinandersetzen müsste. Das ist ja natürlich eine schwierigere Position, ist ja auch, das ist ja nicht unser Haus. Auch die Prozesse, die da angestoßen werden, sind ja, müssen ja aus der Kita selbst herauskommen, sind Prozesse der Kita und nicht meine als Fachberatung. Und dazu kommt, dass ich auch als Fachberatung ja meistens nur mit ein, zwei Leuten im Haus zusammenarbeite, also zumindest ich im Projekt. Und alles, was ich tun kann, ist eigentlich diese ein, zwei Personen so weit, ja, fürs Thema zu begeistern, dass sie dem dann Platz im Haus geben und das, ne, im Haus dann weiter anstoßen oder mir Raum geben, mit dem Team zu arbeiten. Genau. Das macht die Bearbeitung aber natürlich besonders schwer auch für Betroffene, die eben diese sekundäre Viktimisierung dann auch noch erleben, vielleicht ja, Sorgen haben, die Beziehung zu gefährden hier. Und das macht die Bearbeitung natürlich besonders schwer für Kinder, wo eben nochmal ein krasses Machtgefälle dazu kommt, die das oft eben auch nicht als Diskriminierung erkennen und einordnen können, sondern sehr individuell erleben. Und dazu, wie vor allem Eltern das erleben, wollte ich gerne noch eine Studie vorstellen, die ich sehr spannend fand. Oh. Eine ja, Studie aus Berliner Kitas vom Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, die eben geschaut haben, zum einen, welche Strukturen, Vorfälle finden Familien diskriminierend, rassistisch in dem Fall,
in den Kitas. Wie reagieren Familien darauf? Also wie gehen sie damit um? Was tun sie? Und dann als drittes, wie reagieren wiederum die Kitas darauf? Also führt es tatsächlich dazu dann, dass sich was ändert oder verstetigt es sich nur? Genau, eine ja, explorativ-qualitative Pilotstudie, die jetzt gar nicht den Anspruch hat, repräsentativ zu sein. Es ist aber ein Thema, was im deutschsprachigen Raum nicht viel erforscht ist und wo eben hier Tendenzen und Muster sichtbar gemacht werden, wo die Forschenden dann anregen, das weiter zu, ja, zu beobachten, weiter zu erforschen. Und in der Studie wurden Interviews zum einen mit Eltern von Kindern durchgeführt, die von Rassismus betroffen sind, und mit ExpertInnen aus der diskriminierungs- und rassismuskritischen frühkindlichen Bildungsarbeit. Ich würde den Punkt mal ausklammern, was die Familien jetzt hier rassistisch oder diskriminierend fanden. Und ja, mal zu dem Punkt kommen, wie die Eltern denn damit umgegangen sind, weil auch das ist als Fachberatung, finde ich, spannend zu wissen. Und der erste Punkt war das Hacking. Das heißt, dass Eltern versucht haben, rassistische Momente präventiv vorauszudenken und direkt zu umgehen, indem sie zum Beispiel Punkte der eigenen Identität, wie die Religionszugehörigkeit, gar nicht erst angegeben haben, bei der Kita-Anmeldung zum Beispiel. Und dann wird es natürlich auch schwer, als Kita der Identität der Familie, der Identität des Kindes gerecht zu werden, wenn ich die gar nicht erst sehe. Das ist einfach ein Punkt, finde ich, der nochmal sehr deutlich macht, schon ja, wie viele Sorgen da auf Seiten der Eltern auch mitschwingen und wie wichtig es ist, hier präventiv Vertrauen zu schaffen als Kita. Die zweite Strategie seitens der Eltern war die Intervention, das heißt der Versuch der Eltern, Veränderungen anzustoßen, indem eben auf diskriminierende Momente oder Strukturen hingewiesen wurde und auch zum Teil Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt wurden. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, was einem entgegenschlagen kann, wenn man Diskriminierung anspricht. Das heißt, es braucht auch schon wirklich Mut seitens der Eltern. Und wenn Eltern damit kommen, ist das eigentlich ein großartiger Vertrauensvorschuss, den sie einem hier liefern. Da, ja, kann ich nur dafür plädieren, das auch wirklich dann ernst zu nehmen und diese Chance zu lernen, zu nutzen, zu versuchen, den Fokus auch auf der Situation zu halten, anstatt mit den nächsten Eltern wieder vom selben Problem zu stehen. Die dritte Strategie seitens der Eltern war die Schadensbegrenzung. Das heißt, wenn Eltern mitbekommen haben, okay, ich kann die Kita, ich kann die Gesellschaft nicht so leicht verändern, dass sie dann darüber übergehen, zu Hause eben die Kinder in den Identitäten zu bestärken, ihnen beizubringen, wie sie eben mit diskriminierenden Vorfällen umgehen können. Genau, das denke ich, machen ja sehr, sehr viele von Diskriminierung betroffene Eltern auch in anderen Vielfaltsbereichen. Ist aber auch was, was meiner Meinung nach ganz explizit Aufgabe der Kita sein muss und sollte, ne? Dass man eben die Kinder in den Identitäten bestärkt, mit ihnen die Kinderrechte bespricht und so weiter. Ich habe auch mal eine Kita begleitet zum Beispiel, wo eben wiederholt abwertende, diskriminierende Kommentare gegenüber den Kindern fielen aus dem Team. Und eine Person in dem Team hat halt mit mir regelmäßig dann gesprochen und zusammengearbeitet und fand das Thema wichtig. Ihr ist das ja aufgefallen, deswegen hat sie es mir auch erzählt. Und hat dann angefangen, das so ein bisschen im Team zu thematisieren. Sie war aber nicht die Pädagogin der Kinder, wodurch das mit den Kindern überhaupt nicht aufgearbeitet wurde. Das heißt, die Kinder wurden komplett alleine stehen gelassen mit dieser Erfahrung, ne? Mussten, was ja auch irgendwie signalisiert, ja, ist schon in Ordnung, dass das gesagt wurde, ne? Und das, ja, ihnen wurde damit kein Umgang nahegelegt. Und das ist eine absolute ein blinder Fleck, sag ich mal, der so nicht bestehen bleiben sollte. Genau. Die vierte Strategie seitens der Eltern war das Herunterspielen rassistischer Erfahrungen als nicht so schlimm, nicht so gemeint, alles in die Richtung. Was die Studie, ich weiß nicht, ob es explizit abgefragt wurde, aber zumindest damit erklärt, dass die Eltern eben auch die Beziehung, den Betreuungsvertrag nicht gefährden wollten. Und die fünfte Strategie der Eltern war der Exit. Das heißt, dass tatsächlich dann der Betreuungsplatz gekündigt wurde, die Kita verlassen wurde. Meistens, wenn eben vorher schon andere Schritte schiefgegangen sind. Also eine Mutter in der Studie hat zum Beispiel gesagt, ich zitiere, wie gesagt, ich habe wirklich lange gekämpft in der Kita und wir sind dann gewechselt. Das heißt, dieser Kampf vorher, das mag was sein, was sehr offensichtlich ist in der Kita, was auffällt. Das kann aber auch was sein, was ja, die Kita dann irgendwie gefühlt aus dem Kalten trifft. Also ich habe auch eine Kita mal begleitet. Da ist die Mutter, also hat eine Mutter sich mit ihrem Kind abgemeldet aus der Kita und sich danach online im Internet beschwert über Situationen, die sie eben als diskriminierend erlebt hat. Und die Kita ist aus allen Wolken gefallen, weil sie überhaupt nicht wusste oder überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, zumindest die Person, mit der ich dann gesprochen habe, dass es hier irgendwie ja, einen Konflikt gab. Woran das lag, dass das nicht gesehen wurde, mag sein, die Mutter hat sich an Personen gewandt, die das nicht weiter verfolgt haben. Mag sein, sie hat aufgrund negativer Vorerfahrungen das vielleicht gar nicht laut gemacht, den Fall, ist aber auch total egal.
Was aber, finde ich, wichtig ist, ist, dass man solche Fälle, glaube ich, durchaus sehr präventiv, präventiv hier arbeiten kann, indem man eben als Kita signalisiert, dass einem bewusst ist, dass es keine diskriminierungsfreien Räume ist, aber dass man hier bemüht ist und hier lernen möchte. Und indem man eben proaktiv die Eltern wirklich einlädt, sowas auch anzusprechen und klar macht, es gibt hier den Raum, ne? Und wir werden uns dann noch damit auseinandersetzen, anstatt mit Entschuldigung zu reagieren. Also, dass man da wirklich das Vertrauen seitens der Elternschaft eben auch die Schritte vorher zu gehen und nicht gleich den Schritt des Extra zu gehen. Genau. Auf Seiten der Kita wurden dann vier Strategien gefunden, wie darauf reagiert wurde. Das erste ist, dass eben mit verschiedenen Vielfaltsaspekten sehr unterschiedlich umgegangen wurde, die auch zum Teil gegeneinander ausgespielt wurden. Also eine Mutter erzählt zum Beispiel in der Studie, ich zitiere wieder, dass eine Kita gesagt hat, nee, für Rassismuskritik haben wir keine Zeit, wir müssen uns um Gender-Themen kümmern. Also auch da plädiere ich dafür, wenn Eltern schon damit kommen und diesen Vertrauensvorschuss gewähren, die Themen eben auch ernst zu nehmen und das als Chance zu begreifen. Und auch in Gruppen, wo das vielleicht nicht total akut gerade Thema ist, profitieren ja die Kinder davon, ja, den Umgang mit einer vielfältigen Gesellschaft zu lernen. Genau. Und das muss man eben doch aufpassen, dass man sich gerade vor schwierigen Themen nicht scheut, weil das oft ein Zeichen ist, dass gerade das irgendwie bearbeitungswürdig auch ist. Die zweite Strategie seitens der Kitas war das Blockieren. Das heißt, dass es einfach kein etabliertes Verfahren gab, wie auch damit umgegangen wird, wenn hier Fälle kommen, sodass eben dann Eltern, die sowas einbringen, sehr abhängig davon waren, wie die einzelne Pädagogin zum Beispiel darauf reagiert hat. Die dritte Strategie seitens der Eltern war dann seitens der Kitas war die Verharmlosung, also weil einfach wahrscheinlich das Team bestimmte Vorfälle, Strukturen und so weiter eben nicht als so problematisch gesehen hat. Auch da zitiert oder auch da sagt eine Mutter in der Studie, ich zitiere wieder, als ich die Situation angesprochen habe, meinte die Erzieherin, sie könnte sich das überhaupt nicht vorstellen, denn sie würden ja auch Lieder singen wie drei Chinesen mit dem Kontrabass, sie würden anders sein, also thematisieren. Zitat Ende. Also ja, auch so ein Fall von wahrscheinlich gut gemeint, aber eben nicht gerade sehr diskriminierungssensibel. Und die vierte Strategie seitens der Kitas war dann die aktive Exklusion. Also auch davon wurde tatsächlich berichtet, dass dann Kitas den Betreuungsvertrag aufgelöst haben mit der Begründung, dass ja das Vertrauensverhältnis beschädigt sei. Ich weiß nicht, wie oft sowas tatsächlich vorkommt, aber auf jeden Fall ist es eine Angst, die Eltern ja konstant, die mitschwingt bei betroffenen Eltern und dies mitzudenken gilt auch als Kita. Genau, das heißt, ja, im Fazit viele Herausforderungen, die das Thema nicht gerade zu einem einfachen Thema machen und die aber auch zeigen, wie wichtig ist es eben ist, sich mal im Haus bewusst damit auseinanderzusetzen oder das ja als Fachberatung dann eben diese Auseinandersetzung zu begleiten, wie mit Diskriminierung umgegangen wird. Dazu kommen zahlreiche andere Herausforderungen. Die Rahmenbedingungen hatten wir schon, ne, die ja immer das schwer machen, sich mathematisch wirklich in einzelne Prozesse reinzugehen oder der Mangel an wirklich kompletten Teamtagen, die man sich mal mit solchen Themen auseinandersetzen kann. Und auch sonst hat unser ja, Handlungsspielraum natürlich Grenzen, die man sich mal bewusst machen sollte. Also zum Beispiel gibt es auch Kitas, die eben einfach eine sehr rechte Elternschaft haben im Haus, wo ich an die Eltern natürlich ja auch nur sehr begrenzt rankomme, die auch gar nicht oft zu greifen kriege und mich auch kaputt mache wahrscheinlich, wenn ich versuche, hier die Welt zu ändern. Was ich aber tun kann, ist ja innerhalb der eigenen vier Wände, innerhalb meiner Kita die Regeln festzulegen, hier Grenzen zu setzen, auch Kindern alternative Entwürfe und wie es auch funktionieren kann, mal aufzuzeigen und eben betroffene Kinder hier zu empowern zum Beispiel. Genau, also was ich einfach wichtig finde, ist, sich bestimmter Prozesse, bestimmter Strukturen bewusst zu werden und eben erste konkrete Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Genau, so viel zu dem bunten Haufen an Herausforderungen. Ich möchte auch noch kurz darauf eingehen, ja, wie ich versuche, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Die erste, die wir genannt hatten, ist ja, dass überhaupt erstmal mangelnde Diskriminierungssensibilität, also dass das Thema als solches manchmal gar nicht wahrgenommen, nicht gesehen wird. Da gilt es dann natürlich im Umkehrschluss die Relevanz des Themas aufzuzeigen. Und das passiert eben ja, viel über Haltungsarbeit, über Selbstreflexionsübungen. Hier finde ich das Buch von der Fachstelle Kinderwelten sehr schön, das Methodenhandbuch, was eben ganz unterschiedliche Übungen mit verschiedenen Schwerpunkten drin hat, die sich hier sehr gut eignen. Genau, die kann man eben selber mit dem Team durchführen oder an die Hand geben.
Und ich versuche natürlich auch inhaltlich dazu zu begleiten, warum zum Beispiel die Widerspiegelung der Identität der Kinder wichtig ist in der Kita. Und versuche hier den Projektzuständigen in meinem Fall auch einfach Zitate, Argumente und so weiter mit an die Hand zu geben, die sie damit ins Team nehmen können. Und der zweite Weg, über den ich versuche, Relevanz aufzuzeigen, ist überhaupt erstmal mit dem, also nicht zu gucken, was läuft denn vielleicht schief, sondern eigentlich zu gucken, was ist euch denn als Haus wichtig, was ist denn eure Basis, was sind denn eure Qualitätsstandards und das erstmal festzusurren. Und das ist meist schon gar nicht so leicht. Oft wird ja in einem Haus mit 5 Gruppen werden ja 5 Konzeptionen gelebt. Ist aber total wichtig, auch im Hinblick auf Antidiskriminierung zum Beispiel. Also wenn, ja, dass ich einfach, wenn etwas vorfällt, eine Äußerung kommt, oder wie auch immer, ich als Pädagogin eben auch sagen kann, nicht sagen muss, ja, ich finde das jetzt gerade persönlich doof, weil mir das und das wichtig ist oder ich das und das ja, kritisch sehe, sondern das ist ja ein ganz anderes Standing, wenn ich weiß, nee, das steht in unseren in unseren Richtlinien, das haben sie vielleicht im Betreuungsvertrag unterschrieben, das sind unsere Leitlinien und da weiß ich, wenn ich das und das jetzt sage als einzelne Person, dann steht die Leitung hinter mir und da ist das nicht mein individueller Standpunkt, sondern unser Standpunkt als Haus. Also ich finde das sehr zentral, das auch mal sich bewusst zu machen, was ist denn unsere Basis? Und das können dann ganz abstrakte Punkte auch sein, wie zum Beispiel der Anspruch ans Haus, allen Eltern mit Respekt zu begegnen, wo überhaupt erstmal zu klären ist, was verstehen wir denn darunter? Sehen wir vielleicht ja ganz andere Punkte da. Es können aber auch, ja, hier kann auch der Blick auf die Strukturen sehr hilfreich sein, um dann mal zu gucken, was sind unsere Qualitätsansprüche und werden wir denen eben auch wirklich für alle Eltern gerecht oder schließen wir bestimmte Gruppen systematisch aus? Also da könnte der Qualitätsanspruch zum Beispiel sein, für alle Menschen im Sozialraum gleichermaßen offen zu sein als Einrichtung. Wo in Jena gibt es zum Beispiel Migrationsberichte, einzeln auf die Stadtviertel zugeschnitten. Ich weiß nicht, ob das jede Stadt hat, aber da kann man einfach mal gucken, die Diversität bei uns im Sozialraum, spiegelt die sich denn in unserer Einrichtung wider? Und wenn das ganz klar nicht der Fall ist, kann ich davon ausgehen, dass ich in irgendeiner Form Zugangsbarrieren habe. Und auch innerhalb des eigenen Hauses kann man dann gucken, die Vielfalt, die wir in der Elternschaft zum Beispiel haben, ist die denn vertreten bei Elternabenden, Elternbeirat und so weiter? Und ja, da haben wir halt als Fachberatung auch die Chance, das Ganze, diese schnelle Erklärung wie Desinteresse, doch nochmal kritisch und diskriminierungssensibel zu hinterfragen, dann und zu gucken, was könnten denn hier noch Einflüsse sein. Oder ein Qualitätsanspruch als Basis wieder könnte auch sein, dass ich die Infos, die ich zur Verfügung stelle, eben auch einfach so zur Verfügung stelle, dass sie alle Eltern verstehen. Und das ist eben auch oft nicht gegeben, wenn ich sehr lange, blumige oder fachtextlastige Texte aushänge. Und da ist man auch schnell so im Bereich institutionelle Diskriminierung drin. Das sind ja, da geht es ja um Abläufe, um Strukturen, die Angehörige bestimmter Gruppen systematisch benachteiligen, unabhängig davon, dass eine einzelne Person bewusst jetzt irgendwie sich verhält oder eine Sache äußert. Das heißt, es geht um Routinen, um Regularien, die ja, systematisch Zugang einschränken für bestimmte wahrgenommene Gruppen von Menschen. Und genau das ist ja der Fall, wenn Eltern die Einladung zum Elternbeirat einfach nicht verstehen oder auch Betreuungsverträge und so weiter unterschreiben, die sie eigentlich gar nicht verstehen, weil ich eben ein sehr, ja, schwieriges Deutsch verwende. Und da braucht es eben, um auf diesen Qualitätsanspruch, um auf diese Basis zu kommen, teilweise andere zusätzliche Wege, zum Beispiel Aushänge in einfacher Sprache. Und das wird dann oft als, ja, als Bevorteilung wahrgenommen, auf der sich Eltern ausruhen würden. Es ist aber aus meiner Perspektive der Ausgleich von Benachteiligung. Und wenn man von dieser Basis oder diesem grundlegenden Qualitätsanspruch ausgeht, find ich, wird das ganz schön sichtbar. Deswegen gehe ich oft gern so rum. Um auch gleich mit diesem, ne, wie kann man das Thema reinbringen, ohne gleich diesen negativen Fokus zu haben? Der Wunsch kam ja vorhin auch. Also das ist so einer meiner Wege dahin. Genau, das heißt, ja, Gleichbehandlung ist nicht Gleichberechtigung oder wie Petra Wagner sagt, Gleiches womöglich, Besonderes wonötig. Genau, und wenn man dann sieht, in den und den Qualitätsansprüchen zum Beispiel werden wir eigentlich nicht allen Menschen gleichermaßen gerecht, kann man eben als Fachberatung ganz gut auch darin begleiten, was das jetzt für praktische Konsequenzen hat, wie man diese Benachteiligung ausgleichen kann. Beim Infofluss zum Beispiel begleite ich eben, dann will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber zum Thema einfache Sprache. Ich habe mal eine Handreichung von uns zum Thema leichte Sprache verlinkt. Die ist eigentlich ein bisschen rigider, ein geschützter Begriff, aber hat halt auch schon, also schöne Anregungen drin, finde ich, um sich mal damit auseinanderzusetzen. Oder ich begleite zur Arbeit, eben zur stärkeren Arbeit mit Bildern, mit Piktogrammen, mit ja, Übersetzungshilfsmitteln, die man hier nutzen kann.
Genau, dazu aber gar nicht mehr. Ich wollte aber noch kurz zwei Beispiele aus Projektkitas vorstellen, die im Tier bildlicher arbeiten oder mit einfacher Sprache arbeiten, die ich sehr schön fand. Das erste, das ist vor Projektstart entstanden in der Kita, hat also ja an sich nichts damit zu tun. Und die Kita hat hier die Bereiche des Thüringer Bildungsplans als Piktogramme dargestellt und alles, was sie, ich glaube, den Monat, ich weiß nicht mehr, wie der zeitliche Rhythmus war, den Monat vorhaben mit den Kindern eben als Stichpunkte darunter sortiert. Ganz kurz und knapp. Das heißt, es gibt einen sehr spracharmen, sehr schnellen Überblick, was so geplant ist. Und das fand ich halt besonders pfiffig, weil es die Sorge vieler Eltern, dass in der Kita nur zu viel gespielt würde, zu wenig, vielleicht auch so frontal gestaltete Bildung stattfinden würde, aufgreift und zeigt, nee, wir orientieren uns an einem Bildungsplan. Was wir hier machen, das ist nicht einfach Spiel und Spaß, sondern ne, da steht ein Bildungsplan im Hintergrund, über den wir uns Gedanken machen und den wir hier versuchen abzudecken durch verschiedene Angebote. Genau, das fand ich einfach ein schönes Beispiel. Und ein anderes noch, zu dem es eben auch online auf der Seite der FH einen kleinen Praxisbericht gibt, ist eine Kita, die einfach mit einem Maskottchen durch die eigenen Räume gegangen ist, das Maskottchen hier fotografiert hat und in einfacher Sprache mit wenigen Worten die Kita vorstellt und das als Knopfbuch verarbeitet hat, was die Familien eben auch mit nach Hause nehmen können. Genau, so viel dazu, was man dann eben tun kann, um diese Kommunikationsbarrieren zu umgehen für dieses Beispiel. Ja, da kann man sich natürlich jetzt als Fachberatung oder auch mit der Leitung viele Gedanken machen, was vielleicht Barrieren sind in der eigenen Einrichtung. Man sollte dabei nicht vergessen, auch die Familien selber zu fragen. Also Grundsatz ist ja immer nicht für die Familien, sondern möglichst mit den Familien solche Prozesse auch zu gestalten. Auch das ist ein großes Thema im Projekt gewesen. Also immer mit dem Ziel, den Austausch zu erhöhen, partizipative Strukturen und Möglichkeiten zu schaffen in der Kita. Oder wie die GEW eben schreibt, Inklusion kommt in Gang, sobald mit dem Prozess der zunehmenden Partizipation begonnen wird, weil ich dann eben anfange, andere Blickwinkel mitzudenken. Da ist ganz viel passiert im Projekt. Elternbegegnungsformate, gemeinsames Kochen, Krabbelgruppen, ja, oder auch explizite Umfragen, wo Eltern gefragt wurden, was findet ihr noch schwierig, was wünscht ihr euch für die Kita, alles in die Richtung. Ich habe einfach mal zwei Sachen verlinkt. Das eine ist eine inklusive frühkindliche Eltern-Kind-Gruppe aus meinem Verbund, wo es eben auch Online-Praxisbericht dazu gibt, deswegen das Beispiel. Und dann gilt es eben auch, die Formate, die ich hier habe, wieder ja, einen kritischen Blick drauf zu werfen, ob ich damit denn alle erreiche. Dazu habe ich auch von der Fachstelle Kinderwelten, was ich sehr schön fand, auch eine Handreichung zum Thema diskriminierungssensibles Beschwerdemanagement mal verlinkt. Einfach um da ne, auf diese Mitspracheformate, die man hat, nochmal zu schauen, mit dem Blickwinkel erreichen die denn auch alle, sind die ja inklusiv genug gestaltet. Genau. Dann als zweite große Herausforderung hatten wir, dass es einfach ein schwieriges, ein aufgeladenes Thema ist. Hier finde ich eben wichtig, von Anfang an klarzumachen, dass man das Thema auch nicht einbringt, weil man jetzt die Kita ganz schrecklich problematisch findet, sondern dass einfach das ein strukturelles Problem ist, das die komplette Gesellschaft durchzieht und wo es einfach um die Reflexion auch eigener Denkgewohnheiten geht, ja, die wir einfach von der Gesellschaft mitgegeben bekommen und die uns alle ein Stück weit betreffen. Natürlich spielt individuelles Verhalten hier rein und gibt es hier Grenzen, aber ja, das ist ein Thema, was einfach generell relevant und wichtig ist. Dann Selbsterkenntnis als Mittel der Wahl. Also ich sage auch dazu, natürlich gibt es auch hier wieder Grenzen, die nicht diskutabel sind, aber ich sage schon dazu, auch an Teamtagen, dass ich neue Perspektiven anbiete und was die Leute sich daraus mitnehmen, bleibt ja sowieso ihnen selbst überlassen. Das ist ja auch so. Genau, aber das ja, Sensibilisierung geht halt schlecht als Vortrag, wie ich das gerade versuche, sondern möglichst eben über auch Selbsterfahrung, ne, über eigenes Erleben. Dann gehe ich eben gerne so vor, dass ich nicht schaue, na, was ist denn vielleicht schwierig, sondern schaue, was ist denn eigentlich unser eigener Anspruch? Also da kann man ja an verschiedenen Punkten ansetzen und seien es die Kinderrechte, die ja auch, ne, für alle Kitas relevant sind. Und dann zu gucken, bin ich da schon für alle Menschen? Oder gibt es hier teilweise eine Diskrepanz meiner Praxis zu meinem eigenen Anspruch? Da muss man auch gar nicht gleich ganz groß mit der Überschrift Diskriminierung einleiten, sage ich mal. Trotzdem gibt es immer Widerstände in solchen Prozessen, die gehören auch ganz natürlich dazu und die gilt es natürlich ernst zu nehmen. Wobei ich trotzdem dazu rate, nicht so sich auf die absoluten Widerständler zu konzentrieren, sondern auch ja, dem Großteil des Teams, die ja meist auch ganz gut dabei sind, zu zeigen, dass das eigene Verhalten hier Veränderungen schaffen kann, ne? Und auch so ein paar schnellere Abhakziele zu schaffen, die einfach Erfolge sichtbar werden lassen, weil so Haltungsarbeit ja doch sehr langwierig ist und nicht immer so direkt in der Praxis sichtbar wird. Genau.
Und ja, diese Thematisierungsängste, die wir schon hatten, die betreffen ein Stück weit natürlich auch uns als Fachberatung, die betreffen aber auch Team und Familien, wo es bei den Familien ja, nochmal die explizitere, proaktivere Einladung vielleicht dazu braucht, das Thema auch anzusprechen. Und fürs Team gehören dadurch eben auch Etablierung von der Fehlerkultur, gewaltfreie Kommunikation und all solche Dinge auch irgendwie mit zum Thema, ne, und spielen da auch mit rein. Ja, so viel zu den zwei, ja, Hürden, über die wir schon gesprochen hatten. Es gibt weitere, wie gesagt, eine zum Beispiel, die kam vorhin auch schon kurz, ist, dass ich ja vielleicht das alles sehe, super sensibel dafür bin, aber dann trotzdem nicht weiß, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Also auch Handlungssicherheit ist ja was, was ich brauche in solchen Prozessen. Das gilt zum einen für die Vielfaltsensibilität, über die wir heute weniger gesprochen haben, oder ich jetzt weniger, und aber auch für die Diskriminierungssensibilität. Nur um es genannt zu haben, im Bereich Vielfaltsensibilität, kann man in Teams schön darüber sprechen, ja, wie spreche ich überhaupt für Vielfalt? Wie mache ich sie sichtbar? Das war ein großes Thema im Projekt. Hier gibt es auch von der Fachstelle Kinderwelt eine tolle Bündelung von Materialien, die ich mal verlinkt habe. Und was ich auch ein ganz wichtiges Thema finde, ist, in welche Fallen tappe ich denn gerne, wenn ich Vielfalt ja, thematisiere, finde ich sehr, sehr lesenswert. Ja, häufig vertretene Fallen, wie ich finde. Genau, aber soll ja heute nicht so der Schwerpunkt drauf liegen. Das Gleiche gilt aber fürs Thema Diskriminierungssensibilität. Also oft scheitert eine Aufarbeitung ja einfach an einer akuten Überforderung mit der Situation, wo ich dann halt einfach weghöre und Dinge vielleicht nicht gehört habe, einfach weil ich gerade nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll. Ja, wo es dann auch Sinn macht, sich proaktiv einfach mit Themen auseinanderzusetzen. Also was ich zum Beispiel vor 2 Wochen hatte ich ein Verbundtreffen, wo die 14, also die Projektzuständigen aus den 14 Kitas zusammenkamen. Und habe mal MOBIT dazu eingeladen. Das ist eine Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus in Thüringen, die eben sich mit uns mit ja, rechter Symbolik auseinandergesetzt haben, vor allem und damit, was ich eben als Haus für präventive oder reaktive Schritte gehen kann und was hier meine Möglichkeiten sind. Genau, und ich versuche eben die Teams in der Argumentation zu stärken. Also das Methodenbuch der Fachstelle Kinderwelten, was schon verlinkt war, die haben auch schöne Methoden, wie man diskriminierende Kommentare also unter Kindern aufgreifen kann und wie man das. Ja, wie man sich da als Team auch trainieren kann, ein Stück weit dann das nächste Mal mit ein bisschen weniger Unsicherheit reinzugehen in solche Situationen. Und für die Argumentation mit Erwachsenen nutze ich zum Beispiel gerne das Parolenknacker-Memory-Spiel, was auch online frei zugänglich ist. Das ist auch verlinkt hier. Ich setze es ein bisschen anders um als Domino-Spiel, aber es verinhaltet, also das enthält einfach verschiedene Strategien, wie man auf diskriminierende Kommentare reagieren kann. Und ja, dass wenn man das einfach mal an Beispielen der Kita-Teams zum Beispiel einfach mal durchübt, ja, dann nimmt das so ein Stück weit Hand, also ein Stück weit Unsicherheit schon raus und hat man vielleicht beim nächsten Mal ja ein bisschen mehr Sicherheit schon, wie man reagiert. Also ich finde es einfach wichtig, überhaupt anzufangen und überhaupt zu reagieren, anstatt Dinge so stehen zu lassen. Und wir als Fachberatung begleiten dann ja auch bei der Entwicklung von Leitlinien, Hausordnungen und so weiter, wo man das Thema eben auch gut mitdenken kann. Wo man auch Handlungssicherheit braucht, als letzter Minipunkt, ist dann natürlich der Prozess überhaupt. Also Diskriminierung ist ja bei den ganzen Vielfaltsdimensionen, Intersektionalität und so weiter, das ist ein riesiger, riesiger Prozess, wo man gar nicht in alles reingehen kann. Also ich bin auch ja lange nicht firm in allen Diskriminierungsformen, wo ich einfach versuche, ein Stück weit ja dem Team zu helfen, überhaupt zu schauen, wo geht denn dieser gesamte Prozess hin? Wo wollen wir? Was ist überhaupt unser Ziel? Wie strukturieren wir das? Wie können wir den Prozess auch kommunizieren an Eltern, ans Team? Ich versuche dabei zu unterstützen, dass das Thema nachhaltig zu verankern, auch so, dass es eben in Zeiten von Ressourcenknappheit weiter mitgedacht werden kann, indem ich mir zum Beispiel ein Netzwerk aufbaue, wo die Ressourcen außerhalb meiner Kita zum Teil genutzt werden, über Beratungsstellen oder so. Oder wir haben als Kita-Fachberatung im Projekt jetzt auch mal eine Liste hilfreicher Newsletter zusammengestellt, die einfach einem hilft, relevante Weiterbildungen, Gremien, Veranstaltungen und so weiter zu dem Thema ins Postfach gespült zu bekommen, ohne selber Ressourcen dafür aufwenden zu müssen, das zu suchen. Ja, also auch sowas hilft, das Thema eben dann zu verankern langfristig. Genau, und ich habe auch nochmal verlinkt den Beispielbericht einer Kita im Projekt außerhalb meines Verbundes, aber genau, fand ich ganz schön zu lesen, wer da nochmal ja, nachstöbern mag. Genau, und jetzt war ich, wie erwartet, sehr viel schneller als gedacht. Und da bleibt mir bloß zu sagen nochmal, dass Antidiskriminierung aus meiner Perspektive für uns alle ein super relevantes Thema ist. Dennoch verständlicherweise aber leider viel zu selten ein Thema ist bisher.
Und wir aber als Fachberatung hier einfach eine großartige Chance haben, dadurch, dass wir in so vielen Häusern unterwegs sind, dadurch, dass wir auch einfach die Zeit haben, oft, ne, was die Teams nicht haben, Quellen zu lesen, uns mit solchen Prozessen Weiterbildung verstärkt zu besuchen und uns damit auseinanderzusetzen. Genau. Und insofern, ja, sage ich vielen Dank und bin gespannt, was vielleicht noch an Fragen oder Themen jetzt offen ist und im Raum steht.